Ja, servus an alle da draußen. Heute wieder mal ein kleiner Tipp, wie man im Photoshop Haare, ich sage jetzt einmal, einfach glätten kann, beziehungsweise warum braucht man das überhaupt? Oftmals, wenn man Personen vor weißem Hintergrund fotografiert oder vor einem Greenscreen oder sogar vor eine große Octabox stellt und von hinten aufblitzt, wirken die Haare oftmals ja ausgefressen oder wie soll man sagen, also man sieht hier die Struktur nicht mehr ganz und wie man das Ganze ein bisschen harmonischer gestalten kann und glätten kann, weil relativ einfach und relativ schnell will ich euch hier jetzt zeigen. Als allererstes dupliziere ich mir hier die Ebene mit Command J bei Mac oder Steuerung J bei Windows und gehe dann auf Filter, Stilisierungsfilter und nehme die Ölfarbe. Und jetzt ist hier standardmäßig die Beleuchtung eingeschaltet, die könnt ihr gleich einmal ausschalten, weil es passiert Folgendes. Hier hat man leider nur das kleine Vorschaufenster. Ich hoffe, man kann es mit Beleuchtung sehen. Ja, das Ganze wird ein bisschen unruhiger. Ich schalte es einmal nochmal aus und ein. Und hier hat man es einfach schön glatt. Ihr könnt alle Regler, die ihr hier habt, auf 10 ziehen, gnadenlos durchziehen bis zum Anschlag und einfach mit OK bestätigen. Und ja, jetzt sieht natürlich das ganze Bild weich aus, aber man kann in dieser Einstellung sogar schon erkennen, was passiert. Es wird natürlich alles, ja, wie der Filter heißt, ist Ölfarbe, es wird weicher. Und als erstes ist jetzt mein Standardwert. Müsst natürlich selbst euren Wert finden oder was euch gefällt. Ich stelle es immer auf 40% hier in der Deckkraft. Und schon sieht das Ganze ein bisschen besser aus. Und man sieht es auch hier an den Rändern, was passiert. Man kriegt einen weicheren Übergang und es sieht einfach nicht mehr so ausgefressen aus. Und damit man das natürlich nicht am ganzen Bild hat, klickt man hier links, rechts unten auf das Ebenenmaskensymbol. Ich füge mir Ebenenmaske hinzu. Die ist jetzt weiß. Mit Command I oder Steuerung I kann ich es umkehren. Blenden wir komplett aus. Also Effekt ist jetzt nicht eingeblendet und malen wir ganz einfach mit einem Pinsel bei Härte von 0, also mit einem weichen Pinsel, diesen Effekt zurück ins Bild. Ich gehe mal größer rein, dann kann man es vielleicht auch erkennen. Und auch hier aus- und einschalten, seht ihr den Effekt schon. Was passiert? Es wird alles ein bisschen weicher und man hat einfach einen schöneren Übergang und schönere Haare. Das kann man natürlich auch hier vorne komplett machen. Hier empfiehlt sich vielleicht, dass man die Deckkraft ein bisschen reduziert, dass man ein bisschen einen Schärfeverlauf, sage ich jetzt fast einmal, hat, beziehungsweise dass hier in der Mitte nicht ganz so weich ist. Und machen wir es ein bisschen kleiner. Vorher, nachher, vorher, nachher, vorher, nachher. Natürlich kann man jetzt die Deckkraft auch im Nachhinein noch ändern und das Ganze noch weicher machen. Allerdings finde ich das schon ein bisschen heftig. Ja, 50% können wir auch noch lassen. Und vorher, nachher, vorher, nachher, vorher, nachher. Okay, das Bild ist übrigens von pixabay.de, also ist zur freien Verwendung. Ich verlinke es wahrscheinlich unten im Titel nochmal zum Ausprobieren oder zum Nachmachen. Ja, dann viel Spaß mit der Technik, die Haare zu glätten und ja, viel Erfolg. Bis dann, ciao für dich.